Herzliches Willkommen in meinem neuen Mini Let's Play Pymuth Drive. Ich werde jetzt 4 Folgen davon machen und dann mal gucken, wie es ankommt bei euch. Und ja, es fängt ja schon mal gut an hier. Das Gesicht im Hintergrund, im Fenster, das sieht schon gruselig aus. Das ist wahrscheinlich die Linda oder die Puppe. Aber nee, das ist eher die Linda. Und das ist eine Ballerina. Da kann man unter den Rock schauen. Warte, lassen wir die Sprüche. Das ist nicht so nett. Das mögen Let's Player nicht so. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Jahre später. Der aktuelle Spielstand wird automatisch jeden neuen Spieltag gespeichert. Wenn jetzt den Krach im Hintergrund hat, dann ist leider gerade ein Flugzeug, wo über unser Haus geflogen ist, weil wir nicht weit vom Flughafen entfernt sind. Nur mal so zur Info. Ja, mal schauen, wie das Let's Play ankommt. Ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Ihr müsst mir halt bloß Bewertung schreiben, ob es gut war oder was ihr schlecht findet. Tag 1. Willkommen im Spiel Pymuth Drive. Okay, dann fangen wir an. Gut. Da ein Wiese- und Penispilz. Wie der Haar gerade immer sagt. Ein Fliegenpilz sogar. Giftig sind die Viecher. Giftig sind die. Also ich glaube, wenn man die isst, dann ist man nach. Noch eine Weile. Gut. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Okay, ein Weg in das Haus ist ja einfach. Wir wissen ja schon, wo es reingehört jetzt. Hört mal auf mit dem Geraschel. Komm raus, du Gespenst, wenn du mir Schrecken willst. Und das Geknarre da ist ja auch wieder furchtbar. Ah, der erste. Müssen. Dann gehen wir mal rein. Voll die Tür in die Fresse gekriegt. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Dann suchen wir mal einen ersten Hinweis. Krass und Riesenpilz. Ja, der Harald, der hat das auch nicht schlecht gemacht. Er braucht das nicht. Toll. Es war mal suchen den Schlüssel. Juhu! Okay, reimen wir uns auf. Da die Wand, die sieht auch ein bisschen abgenutzt aus. Kann auch mal neu gemacht. Die Wand. Dicht. Tschüss.
Hölzer. Streichhölzer. Kannst du Kerzen anzünden? Ja, toll. Schlüssel. Ah, her, du Haufen mit dem Geknarre. Geknarre. Also wieder Streichhölzer. Streichhölzer und Mass. Yep. So, Schlüssel. Yep. Entschuldigung. Der ist mir entwichen. Das war nicht mehr Absicht. So. Der nächste Schlüssel. Hallo? Ah. So, Leute, gehen wir jetzt mal darum. Aua! Jetzt hat mir schon wieder mal einer auf den Kopf gehauen, der Hanne. Heidewim, aber er ist nicht erschrocken, weil ich, also, nur mal zur Info so. Der grüne Balken da oben, das ist der Energiebalken und wenn ich mich hektisch bewege, dann verliert er an Energie. Ja. Und das ist ja überhaupt nicht gut, wenn er das macht. Deswegen. Nee, der Virus macht das. Egal. So. So. Rums. So. So, Lein und Licht an. Bom. Ist nur verschlossen. Och Manno. So ein Scheiß, aber au. Auch nur zu. Finde den passenden Schlüssel. So. Taschenlampe, drücke F, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Hi, dann verrückten da so die Möbel rum. Auch noch zu. Da werden immer so Möbel rumgerückt. Kriegt man ja Angst. Kriegt man ja gerade Angst. Engelchen 1, Engelchen 2. Was wollen die machen? Einen in Schutz nehmen oder was? Hm. Seifenblasen. Bing. Schöne Seifenblasen. Ah, guck, eine Seifenblase. Da sind auch noch zwei Engel. Unten ein Engel und da ein Engel. Soll ich die Treppe in Schutz nehmen oder was? Naja. Das glaube ich auch, dass die einen Schutz nehmen wollt. So, da sind die anderen Batterien. Ah, da schauen wir natürlich. Oh, auch verschlossen, Mann, so.
So, ich weiß aber auch. Hey, Scheiße, ist das ein Scheiß, ist das. Ja. Na gut, dann gehen wir mal weiter gucken. Na toll. Hat wieder jemand Bier gestapelt. Da war wieder einem sehr langweilig und er dachte, er stapelt mal eine Runde Bücher. Ja. Ich glaube, hier sieht er nicht schlecht aus. Aua. Aua. Das Klavier hat aber gerumpelt. Und das schreckt nicht immer so, wenn ein Klavier rumpelt. Das ist ja überhaupt nicht lustig. Vielleicht war einfach die Stütze zu schwach, dann ist das Ding runtergekracht. Kann ja auch sein. Dass deswegen das so war. Weiß ja nicht. Kann ja sein. Muss aber nicht, kann ja sein. Gehen wir hinaus nochmal. Da hinten ist nämlich noch der Boden, da kann ich nämlich. Hier schmeißt jemand nach Blumentöpfen nach mir. Das ist doch gar nicht so nett. Das ist eine Frechheit hier. Kriegt man schon Blumentöpfe am Kopf geworfen. Das geht ja mal gar nicht hier. Schmeißt mir nach Blumentöpfen nach mir. Heil, Wimbern. Hier ist mal auch noch ein Eingang. Okay. Hinten war auch noch ein Eingang. Hier ist er ja auch rein. Ach je, finde den passenden Schlüssel. Ja, okay. So, jetzt habe ich schon mal Batterie gesammelt, ist auch nicht schlecht. Batterien sind immer gut. Sind sehr gut sogar. Und die Schaukel ist kaputt. Heideblitz. Sowas aber auch. Ist die einfach kaputt? Wer hat denn die gemacht? Ja, also ich weiß es nicht. Und du Bilder, Kauzhaus, wuhu. Hier ist jetzt auf zum Huhn. Und ich bin gleich ein Uhu gewesen. Dann lande ich im Topf. Nein. Oh, jetzt erschreckt nicht gerade mal nur weil die Tür, weil es da drin so tut. Oh, und das Geknarre hier, das ist ja auch nicht mehr normal. Oh, kriegt mir von allem Angst eigentlich. Ja, egal. Na gut. So Leute, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und lasst mir ein Like da. Ich werde den Brief jetzt lesen und man sieht sich das nächste Mal. Tschüss. Angekommen im alten Landhaus. Das machte einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben.